Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Schön, Sie haben gerade gesagt, wir werden mit diesem Gesetz die Lohnlücke nicht beseitigen. Das stimmt. Sie wollten ein Gesetz vorlegen von der Großen Koalition. Sie wollen heute ein Gesetz beschließen lassen, das eigentlich für mehr Lohngerechtigkeit für Frauen sorgen soll. Es sollte eigentlich den ungerechten Gender Pay Gap von 21% in unserem Land effizient angehen. Und es sollte Frauen eigentlich auch möglich sein, ein Gesetz, ein wirksames Gesetz von ihnen erwarten zu dürfen. Doch was Sie hier heute vorlegen, mit was Sie hier heute antreten, auch Frau Ministerin, das hat alle Ziele verfehlt, die Sie zu Beginn angekündigt haben. Dieses Gesetz schafft keine Entgeltgleichheit. Es sorgt noch nicht einmal für eine wirkungsvolle Transparenz. Nein, Sie versuchen hier ein Gesetz schönzureden, das wie eine bunt schillernde Seifenblase daherkommt. Und wenn man da so mal dran stupst, dann zerplatzt die. Und da zeigt sich, was dahinter steckt, nämlich leider eine Luftnummer. Und ich will Ihnen auch genau sagen, warum wir Grüne das so kritisieren. Realistisch ist, dass die allermeisten Frauen mit diesem Gesetz in Bezug auf das Auskunftsrecht schlicht einfach nicht erreicht werden. Es gilt eben für Betriebe ab 200 Beschäftigte, und die meisten Frauen arbeiten in kleinen oder mittleren Betrieben. Für sie gilt dieses Gesetz einfach nicht. Und wenn 60% der Frauen nicht erreicht werden, dann ist das doch mit Verlaub nicht wirkungsvoll. Dann ist das im Gegenteil ein fatales Signal für die Frauen in diesem Land. Und wenn ein Kanzlerkandidat Scholz, liebe SPD-Fraktion, am Wochenende kurz vor dem heutigen Gesetzesbeschluss sagt, er wolle die Abschaffung einer der größten Ungerechtigkeiten, nämlich die, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer, nach der Wahl sofort angehen, dann muss man mal ernsthaft fragen, was gilt denn nun? Haben Sie die SPD-Federführung bei diesem Gesetz oder haben Sie sie nicht? Es gehört eine Menge Chuzpe dazu, gleichzeitig von der Abschaffung einer der größten Ungerechtigkeiten zu sprechen und auf der anderen Seite so ein mickriges Gesetz vorzulegen. Nein, meine Damen und Herren, ich sage ganz klar, das passt nicht zusammen. Das zeigt, Sie meinen es mit der Lohngerechtigkeit nicht wirklich ernst. Und wir lassen Ihnen das nicht durchgehen. Entgeltgleichheit muss für alle Frauen gelten. Und deshalb hat meine Fraktion heute einen Änderungsantrag vorgelegt, der einen Auskunftsanspruch für Frauen in Unternehmen ab 10 Beschäftigte vorsieht. Denn nur so werden Frauen wirklich erreicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Regierungsfraktionen, Ihre Annahme, dass dieses Gesetz wenigstens ein erster Schritt hin zu mehr Entgeltgleichheit sei, das stimmt einfach nicht mehr. Denn Sie haben das Gesetz in den letzten Monaten Ihrer ganzen Verhandlungen in den wesentlichen Punkten völlig entkernt. Im ersten Referentenentwurf vom Dezember 2015 war noch die Verpflichtung zur betrieblichen Prüfung drin. Es war auch noch drin die Anwendung zertifizierter Prüfverfahren. Diese Kernbestandteile zur Beseitigung von Entgeltdiskriminierung haben die Union und die Wirtschaft rausgekickt. Und übrig geblieben ist nur noch die Aufforderung zur Durchführung von Prüfverfahren. Der individuelle Auskunftsanspruch ist in der vorgelegten Ausgestaltung nichts wert. So hat es der DJB in der öffentlichen Anhörung auf den Punkt gebracht. Und ich sage Ihnen, vor allem in Richtung Union, das ist so mickrig, das ist peinlich. Meine Damen und Herren, nochmal, was Sie hier machen, ist, dass Sie den Frauen etwas vorgaukeln. Sie reden über vermeintlich wirksame Instrumente zur Erlangung von Lohngleichheit, obwohl sie nichts vorzuweisen haben. Deshalb haben wir Grünen entsprechend den Änderungsantrag zur Prüfpflicht und zu zertifizierten Verfahren heute eingebracht. Und gerade Sie, Frau Ministerin, Sie wissen doch auch von dem Quotengesetz, was Sie eben erwähnt haben, dass unverbindliche Vorgaben bei der Wirtschaft zu nichts führen. Sie haben gerade kürzlich auch noch die Verschärfungen für die nächste Wahlperiode angedroht. Also seien Sie doch jetzt wenigstens hierbei ehrlich oder besser noch, stimmen Sie unseren Anträgen zu. Und was, meine Damen und Herren, nutzt es letztlich Frauen, wenn sie tatsächlich wissen, dass sie für die gleiche Arbeit weniger Lohn bekommen, ihnen aber wirksame Instrumente zur Durchsetzung von Lohngerechtigkeit fehlen? Da bieten sie nichts, da ist ihr Gesetz blank.
Wir fordern daher in einem dritten Änderungsantrag die Einführung des so wichtigen Verbandsklagerechts. Das haben die Sachverständigen in der Anhörung, insbesondere der Deutsche Juristinnenbund, der DGB und der Katholische Deutsche Frauenbund, vollends geteilt. Denn nur so gibt es eine wirkliche Chance, vor allem gegen strukturelle Entgeltdiskriminierung vorzugehen. Frauen sind dann nicht alleine auf dem risikoreichen individuellen Klageweg angewiesen. Und ich sage ganz klar, es muss um die Stärkung von Frauen gehen, und da können wir von Ihnen mehr erwarten. Nein, ich komme gleich zum Schluss. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist kein Grund zum Feiern, gerade nicht für die vielen Frauen, die jahrelang die Beseitigung dieser ungerechten Lohnlücke bekämpft haben. Ich appelliere an Sie alle, hören Sie auf, Frauen etwas vorzugaukeln, hören Sie auf, Seifenblasen zu produzieren, stimmen Sie unseren Änderungsanträgen zu, lassen Sie uns gemeinsam Nägel mit Köpfen machen für echte Entgeltgleichheit und für Fairness für alle Frauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ulle Schaus. Die nächste Rednerin, Dr. Carola Reimann für die SPD-Fraktion.